Heute dürfen wir Sie aus dem Volksparkstadion in Hamburg begrüßen. Herzlich willkommen. Und in der heutigen Partie heißt es HSV gegen Greuther Fürth. Das sind natürlich Experten, wenn es darum geht, den Gegner gar nicht erst ins Spiel kommen zu lassen, Buschi. Ja, das ist schon immer wieder beeindruckend, wie viel Druck sie aufbauen, wie sie den Gegner einschnüren, wie sie ihn zu Fehlern zwingen. Und das wird heute die Strategie sein. Was die Taktik angeht, greifen sie immer wieder zu einer extrem defensiven Ausrichtung. Oh ja, Wolf, das sehen wir häufig. Hinten alles dicht machen, dann stehen die unglaublich tief geballt vor dem eigenen Tor. Und jetzt geht's los. Super Pass. Hereingabe. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Sakai. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Tolles Zuspiel. Jetzt vielleicht. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Da machst du als Torwart natürlich nichts aus der Entfernung. Nee, das stimmt. Kein Vorwurf. Hier nochmal dieser Treffer. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Lasogga. Green. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Holtby. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Sakai. Lasogga. Holtby. Sie müssen schneller spielen, dann könnten Sie die Defensive überraschen. Wang He-chan, Lasogga. Holtby. Klasse Aktion, Ball ist weg. Schönes Zuspiel. Kein Tor. Unglaublich, die Riesenchance zum Ausgleich. Sowas darf man nicht liegen lassen. Caligiuri. Er schießt.
Und jetzt vielleicht die Chance, gibt Ecke. Dem Rasen macht der Regen heute nichts aus. Da gibt es ja mittlerweile Mittel und Wege. Aber ich bin gespannt, wie sich das Wetter auf das Spielniveau auswirkt. Ja, auf jeden Fall schwierige Bedingungen, gilt aber für alle Akteure. Also beide Mannschaften müssen damit klarkommen. Ecke kommt. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein, faustet den Ball weg. Luis Holtby, könnte der Ausgleich sein. Das macht er gut, den Ball hält er fest. Holtby. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Der Ball ist weg, gibt's jetzt einen Gegenangriff. Der Pass in den freien Raum, gut gemacht. Green. Auf außen ist jetzt Platz. Jetzt in der Anspielstation. Und jetzt die Chance. Was für eine Parade. Aus dieser Distanz. Starke Szene. Da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken müssen. Sakai. Der HSV weiter mit dem Rückstand. Die Fans geben noch mal alles. La Soga. Holtby. Wang Hee-chan. Kommt jetzt die Flanke, da gewinnt er den Zweikampf. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen und damit ist hier noch nichts entschieden. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Und jetzt geht's los. Im Volksparkstadion geht's jetzt weiter mit Durchgang 2. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Holtby. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Sakai. Douglas Santos. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Sie haben Platz. Da kommt die Flanke. Ja, es müsste mal eine zündende Idee kommen. Kurze Flanke jetzt. Wittek. Caligiuri. Sauer. Jetzt haben sie den Ball verloren. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Abwehrverbund steht hinten drin. Jetzt lassen sie erstmal kommen. Jetzt die Flanke. Problemlos hat er hier den Ball. Wittek.
Green. Daniel Keita-Ruhl. Da kommt der Pass. Aus dem Schuss wird nichts. Er geht weit rüber. Einwurf. Sauer. Einwurf jetzt. Ganz einfach an den Ball gekommen. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. La Soga. Die Mitspieler bieten sich an. Und er pfeift abseits. Ist das schon Ergebnissicherung? Es wird jetzt eine Auswechslung geben. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Die Fans des HSV glauben weiter an den späten Ausgang. Super Pass. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Aus diesem Einwurf könnte jetzt eine Chance entstehen. So, Buschi. Kräuter Fürth bringt einen neuen Mann. Es gibt einen Wechsel. Ja, und der Trainer hofft natürlich, dass das jetzt nochmal frischen Wind bringt. Wang He-chan. Er zieht ab. Das war richtig knapp. Ja, das sah gut aus. Da wäre fast der Ausgleich gefallen. Die Fans geben nicht auf, sie geben nach wie vor alles. Aber jetzt muss der Funke natürlich auch auf die Mannschaft überspringen. Die muss jetzt noch mal kommen. Ein enges Ding bis hierhin und noch ein paar Minuten zu spielen. Green. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. So, Buschi, wir blicken an die Seitenlinie. Beim HSV wird es einen Wechsel geben. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann im Spiel vor allem auch taktisch aussehen wird. Holtby. Sakai. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Das könnte die Chance werden. Jetzt der Schuss. Macht er ihn. Ja, er macht ihn. Da bauen sie die Führung aus und das ist verdient. Normalerweise macht er seine Tore lieber mit dem anderen Fuß. Stimmt, Wolf, aber er hat hier vollkommen richtig entschieden. Er hat es mit dem Schwächeren gemacht. Jetzt steht es 2:0, das dürfte Ihnen Ruhe geben. La Soga. Die Nachspielzeit wird angezeigt, 3 Minuten gibt's. Hier. Der Schiedsrichter pfeift ab, das war's.
Sie verlieren das heutige Spiel. Was waren die Gründe aus deiner Sicht? Ja, zum einen natürlich mal ein starker Gegner, dann war es nicht ihr bestes Spiel. Da kommt immer ein bisschen was zusammen, Wolf. Ich glaube, er war heute einer der besten Spieler seiner Mannschaft. Wie siehst du das? Exzellente Leistung heute von ihm bei diesem Sieg. Und das Tor war natürlich die Belohnung für seinen klasse Auftritt. Und jetzt geht's los. Wer soll diesen Pass kriegen? Welches tolles Zuspiel. Jetzt vielleicht. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Schönes Zuspiel. Kein Tor. Unglaublich, die Riesenchance zum Ausgleich. Sowas darf man nicht liegen lassen. Green. Daniel Keita-Ruhl. Da kommt der Pass. Aus dem Schuss wird nichts. Er geht weit rüber. Er zieht ab. Das war richtig knapp. Ja, das sah gut aus. Da wäre fast der Ausgleich gefallen. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Das könnte die Chance werden. Jetzt der Schuss. Macht er ihn. Ja, er macht ihn. Da bauen sie die Führung aus und das ist verdient.